Kommen wir nun zu einem etwas spektakuläreren Scratch. Das ist der sogenannte Transformer oder das Transformen. Ich habe gerade schon gesehen, dass ich jetzt hier viel mit dem Crossfader so klicke. Die Technik wurde ca. 1985 rum von DJ Spinbad aus Philadelphia entwickelt und von DJ Jazzy Jeff und DJ Cash Money weiterentwickelt. Und daraus ergaben sich die unterschiedlichsten Variationen, Anwendungen. Ich zeige euch heute einfach den klassischen Transformer, der im Endeffekt aus einem Baby Scratch oder Drop Scratch besteht. Oder man kann das auch kombinieren und rhythmisch dazu den Crossfader bewegt. Dass es dann eine sogenannte Soundunterbrechung gibt. Und je schneller ihr das macht, desto abgefahrener klingt es. Aber irgendwann ist auch mal Schluss mit der Schnelligkeit. Deswegen fangt da auch langsam an und steigert euch nach oben. Dann habt ihr mehr davon, als wenn jetzt gleich total verkrampft hier so an die Sache geht. Also, ich zeige es euch kurz in Trockenübung. Erstmal ohne die Platte. Ihr solltet vielleicht erstmal eine Trockenübung am Crossfader noch machen. Einfach mal dieses Klickgefühl lernen. Einfach mal so bewegen. Denkt bitte daran, ich mache das im Hamster-Mode. Da ist das, wie gesagt, ich öffne den Crossfader mit dem Daumen und schließe ihn mit meinem Zeigefinger. Und mache das einfach mal so, übe das einfach mal. Mal schneller, mal langsamer. Ja, und schaut im Endeffekt so aus, dass ihr mit geschlossenem Fader den Scratch startet. Jetzt machen wir das mal mit einem ganz normalen Baby Scratch. Das heißt, ihr zieht die Platte nach vorne und während ihr jetzt die Platte nach vorne zieht, bewegt ihr den Crossfader. Also ihr schließt und öffnet ihn abwechselnd, immer nacheinander gleich. Scratch-Variante. Okay, probieren wir es mal auf einem Beat. Also am besten ihr probiert jetzt erstmal im Takt zu klicken. Öffnen, schließen, öffnen, schließen. 1, 2. Eins öffnen, zwei schließen. 1, 2. Öffnen, schließen. Öffnen, schließen. Öffnen, schließen. Öffnen, schließen. Okay, wenn ihr euch dann sicher seid, dass ihr die Baby Scratch oder Drop Scratch Bewegung mit einbauen wollt und könnt, das ist natürlich Voraussetzung bei einem Scratch, dann könnt ihr starten, das auf dem Beat zu machen.
Jetzt beginnen wir einfach mal auf jeden ersten und dritten Beatschlag zu öffnen. Geschlossener Crossfader. Eins. Also ihr öffnet auf die 1 und schließt jetzt auf die 2. Bedenkt auch daran, dass die Ausgangsposition ist immer mit geschlossenem Fader. Das heißt, ihr schließt den Scratch auch so ab. In den meisten Fällen. Okay, das hört sich natürlich noch nicht so spektakulär an. Wird aber noch spektakulärer, und zwar, jetzt klicken wir auf jeden Beat. So, das wäre jetzt noch eine Geschwindigkeitsstufe, was ich gerade als letztes gemacht habe, noch schneller. Dann klingt es wirklich spektakulärer. Probiert aber, wie gerade eben schon erwähnt, das jetzt erstmal langsam zu machen. Und dann könnt ihr die schnelle Variante gehen, dass ihr ziemlich schnell ausführt. Aber wie gesagt, es gibt eine Grenze. Irgendwann sind die Klicks begrenzt. Von dem her, weniger ist da auch mehr. Geht langsam von unten nach oben. Zum Schluss zeige ich euch jetzt die etwas schnellere Variante, die wo dann audiovisuell fürs Publikum einfach einiges hermacht. Beginnen wir. Abschluss auch noch kurz, je schneller ihr natürlich klickt, desto mehr werden eure Armmuskeln, und zwar eure ganzen Armmuskeln, das heißt eigentlich schon von der Schulter ab bis ins Handgelenk beansprucht. Es ist da vielleicht auch sehr wichtig, das Handgelenk und den Unterarm ein bisschen zu stärken. Und ihr habt ja gerade eben schon gesehen, bei der schnelleren Variante bin ich jetzt so ein bisschen nach links gerückt, weil ich zum Beispiel so mit dem geraden Arm diese Bewegung schneller ausführen kann. Probiert das selber, wenn ihr in dieser Geschwindigkeit das auch machen wollt, was für euch da in Frage kommt. Ihr könnt das natürlich auch so machen, aber ich habe es mir ein bisschen so angewöhnt. Okay, dann macht das so. Beim Transformer Scratch ist es so, dass ihr am besten dafür lange Samples benutzt, weil mit kürzeren ist der Weg irgendwann begrenzt. Und ihr braucht da ein bisschen längeren Weg, deswegen sucht euch da eher ein längeres Sample raus. Ihr könnt den auch mit einem kurzen machen, aber längere sind da deutlich besser. Also zu kurz darf es dann natürlich auch nicht sein, aber beim Transformer merkt euch das gleich für den Anfang auch, dass der Scratch sich wirklich besonders gut für lange oder sehr lange Samples eignet. Sucht euch vielleicht da ein Sample raus, das eine Plattenumdrehung läuft. Ich habe jetzt hier zum Beispiel das verkürzte oder verlangsamte A genommen. Das ist eine Plattenumdrehung lang und bewegt sich so bei 4 Beats rum. Viel Spaß beim Üben. Macht was draus und ihr werdet belohnt. Fleißig üben. Auflegen mit Erfolg. Ihr bekommt Erfolg. Ciao.